wunderschönen guten Abend und willkommen zur Pressekonferenz nach dem Zweitligaspiel des 1. FC Nürnberg gegen Hannover 96. Endstand habt ihr alle gesehen, 0:3. Ich begrüße recht herzlich unseren Gästetrainer Kenan Kocak und unseren Trainer Jens Keller. Und der Gast, dem gebührt auch vor allen Dingen, weil sie gewonnen haben, mit den ersten Worten zum Spiel, bitte. Erstmal schönen Abend von meiner Seite aus in die Medienrunde. Das war für uns natürlich, wie erwartet, das schwere Spiel. Wir sind sehr gut in die Partie reingefunden. Die Jungs haben das fantastisch gut umgesetzt. Wir haben über weite Strecken oder fast über das gesamte Spiel taktisch ein hervorragendes Spiel gemacht, haben sehr gut die Räume bespielt, auch sehr gut die Räume zugemacht, wo eventuell Nürnberg gefährlich werden konnte, haben bis auf ein, zwei brenzlige Situationen, wo der Ball auch reingeflogen ist, keine Chance zugelassen. Insofern bin ich einfach mit der Art und Weise der Mannschaft heute sehr, sehr zufrieden und sehr einverstanden. Und deswegen ziehe ich auch den Hut vor den Jungs, dass sie jetzt in der Kürze der Zeit auch dann nochmal so ein Spiel hier abgeliefert hat. Und wir freuen uns natürlich über die drei Punkte, die uns natürlich in unserer Situation auch gut tun. Dankeschön, Jens, und Nürnberg wünscht natürlich weiterhin alles Gute. Danke. Kenan, vielen Dank. Jens, bitteschön. Ja, Glückwunsch an Kenan zum Sieg hier. Ja, wir haben 18 Minuten das umgesetzt, wie wir es uns vorgestellt haben. Ich glaube, waren wir sehr, sehr gut im Spiel, haben viele Aktionen gehabt, wie wir es einstudiert bzw. auch aufgezeigt haben, wo die Räume sind. Und nach dem Tor, ja, hat uns der Mut verlassen. Nach dem Tor hat die Körpersprache mir nicht gefallen von der Mannschaft. Ja, keine Lösung. Die Mannschaft sich dann nicht mehr so gewehrt. Auch die Dinge nicht mehr so umgesetzt, wie wir sie angesprochen haben. Und mit dem Spiel können wir heute natürlich überhaupt nicht zufrieden sein. Ja. Und ja, trotzdem schwierige Situation für uns. Ich glaube, alle haben es irgendwo auch gesehen, was vor dem Spiel abgelaufen ist. Es ist schon Wahnsinn, in welcher Welt wir mittlerweile leben, was man alles mitmachen muss, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Und ja, war eine schwierige Situation für uns auch da in das Spiel so zu gehen. Und ich hoffe mal nicht, dass die Mannschaft das so beschäftigt hat, dass sie 70 Minuten diese Leistung abrufen. Aber es ist trotzdem einfach ja, bedauerlich, dass wir mittlerweile so weit gekommen sind. Dankeschön. Ich glaube, ich sehe gerade so ein paar fragende Gesichter in der Runde. Hintergrund von den Ausführungen von Jens ist das, was wir gerade auf der Homepage veröffentlicht haben vor ein paar Minuten, dass es Drohungen gegen Spieler aus unserem Kader vor dem Spiel am heutigen Tage gab, im Umfeld vom Stadion und auch im Umfeld unseres Trainingsgeländes sind Aufkleber gefunden worden, wo relativ deutliche Drohungen drauf zu lesen waren. Was die Spieler, die das betrifft, die Spieler wussten das, haben trotzdem gesagt, dass sie spielen wollen. Das wusste aber nicht die gesamte Mannschaft. Das kurz als Hintergrund zu den Worten von unserem Cheftrainer. Gibt es in diesem Zusammenhang jetzt Fragen? Wolfgang Lars, bitteschön. Gibt es denn schon irgendwelche Anhaltspunkte, von wem diese Aufkleber stammen könnten und warum die da angebracht wurden? Mit welcher Motivation? Aktuell noch nicht. Wir sind auch von der Polizei angehalten worden, aus ermittlungstaktischen Gründen, diese Aufkleber nicht im Bild zu veröffentlichen. Es gibt wohl erste Indizien und Hinweise. Es wurde eine Beweisaufnahme durchgeführt. Die Aufkleber sind allerdings mittlerweile alle entfernt worden, auch unter anderem mithilfe von verschiedenen Fangruppierungen. Unter anderem hat UN sich da sehr stark engagiert, diese Aufkleber schnell wieder verschwinden zu lassen. Weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann dennoch allen Anwesenden einen schönen Abend und ein schönes Wochenende.